Genau, also ich möchte euch was über Hosentaschen erzählen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen willkürlich, hat aber einen ganz guten Anlass. Der Untertitel ist, warum wir von Gleichberechtigung meilenweit entfernt sind. Das werdet ihr dann gleich erfahren. Ganz einfaches persönliches Problem, mein Smartphone ist komplett im Eimer, ich brauche ein neues. Die modernen Smartphones sind alle mindestens 6 Inch Bildschirmdiagonale. Als Vergleich, das mit dem unglaublich schönen Hast-du-Box-Sticker ist mein altes Smartphone. Das da drunter ist das, was mein Arbeitgeber mir zur Verfügung stellt. Bei der Arbeit trage ich mein Arbeitssmartphone nur in der Gesäßtasche, weil es schlichtweg in keine andere Tasche passt. Wenn es mir da rausfällt und kaputt geht, ist das das Problem meines Arbeitgebers. Bei meinem Privaten hätte ich das eher nicht so gerne. Also habe ich gedacht, okay, kleines Smartphone gibt's nicht. Das mit den Hosentaschen ist aber irgendwie ein Ding und bin in ein krasses Rabbit Hole gestürzt und da möchte ich euch gerne heute ein bisschen mit reinnehmen. Ich könnte mir eine Handtasche kaufen, um mein Smartphone zu transportieren. Ich finde Handtaschen hässlich, nervig, ätzend und ich bin auch einfach ein richtig heftiger Dickkopf und sag mir so, hey Digga, ich will keine Handtasche kaufen, um mein Telefon zu transportieren. Und außerdem müssen dann nicht alle anwesenden Männer in diesem Raum auch Smartphone-Handtaschen haben oder so tolle Ketten? Haben sie komischerweise nicht, merkwürdig. Und dann ja, bin ich da etwas reingestoßen, warum es denn eigentlich keine vernünftigen Hosentaschen für Frauen gibt. Die historische Basis ist, bis zum 17. Jahrhundert gab es gar keine Hosentaschen und auch keine richtigen Hosen. Dann gab es irgendwann Hosen mit Taschen für Männer, Statussymbol und gibt tolle Gemälde dazu tatsächlich. Für Frauen gab es das immer noch nicht, sondern nur Taschen unterhalb der Unterröcke, wo man ganz schlecht rankommt. Aber Frauen brauchen ja auch nichts. Wenn nichts dabei hat, kann ich weglaufen. Und ohne Mann ist man ja sowieso nichts wert gewesen zu der Zeit. Im Ende 19. Jahrhundert gab es tatsächlich die ersten Frauen, die sich getraut haben, Hosen zu tragen, was halt unglaublich skandalös war. Zum Ersten Weltkrieg gab es einen kleinen Umbruch. Die Männer waren plötzlich weg, Frauen mussten arbeiten. Zum Arbeiten braucht man Taschen. Das ist nämlich unglaublich praktisch, wenn man Taschen hat. Also durften die Frauen während der Arbeitszeit die Arbeitskleidung der Männer tragen, die tolle Taschen hatten, aber zu Feierabend und nach dem Ersten Weltkrieg bitte zurück in die Frauenmode ohne Taschen, weil da brauchst du sie ja nicht mehr. Genau. Dann 1920er gab es Vorbilder wie Marlene Dietrich, die unglaublich schöne Hosenanzüge getragen hat. Und da kam es so auf, so hey, Frauen und Hosen, das könnte ja mal was sein. Allerdings bitte nur als dekoratives Accessoire und nicht als funktionale Kleidung. Kleiner Funfact zu den 2000ern, kamen die Skinny Jeans, also die enger liegende Hose für Damen in die Mode. Und erstaunlicherweise hat die Handtaschenindustrie richtig zugenommen. Dazu später noch. Ein Zitat historisch, was das ganz gut belegt. Ich weiß nicht, ob ihr Christian Dior kennt. Das ist der Begründer des Modelabels Dior. Männer haben Taschen, um Dinge aufzubewahren, Frauen zur Dekoration. Ich möchte mal die These in den Raum stellen, ob sich diese Ansicht in den letzten 70 Jahren überhaupt irgendwie geändert hat. Man weiß es nicht. Es gab dazu 2018 eine Studie, in der 80 Hosen untersucht wurden. Je 40 Männer- und Frauenmodelle mit der gleichen Bundweite, also gleich dick quasi. Eine Skinny, eine normal, hintere und vordere Hosentaschen. Kleiner Warnung, es wurden bei den Frauen keine Hosen berücksichtigt, die grundsätzlich schon mal überhaupt keine Taschen haben und auch keine Röcke, Kleider und ähnliches, in denen Taschen ja sowieso völlig überbewertet sind, weil warum sollte man denn Dinge mit sich nehmen können? Man ist ja eine Frau. Das ist das Ergebnis der Studie. Rot, die Damenhose, gelb, die Männerhose. Also ja, es ist nicht nur mein persönliches Empfinden, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe, mein Smartphone mitzunehmen und die meisten männlichen Bekannten von mir oder Frauen, die Männerhosen tragen, nicht. Frauenhosen sind im Schnitt 48% kürzer und 6,5% schmaler als die von Männern. Ich finde, in dieser Grafik sieht man ganz gut, das grau eingestrichelte sind die einzelnen Taschen, die sie untersucht haben. Also es ist jetzt kein, oh, da sind aber ein paar Ausreißer dabei, die die Studie völlig verzerren, sondern nee, das ist halt wirklich einfach, fast alle Frauenhosentaschen sind kleiner als die kleinsten Männerhosentaschen. Was ist das Ergebnis davon? Ein Stift können fast alle in ihre Tasche stecken. Das ist schon mal schön. Stift mitnehmen ist toll. Die drei aktuellen, also Smartphones zu der Zeit und ein Portemonnaie habe ich mal reingenommen. So, die sind aber 2018 gewesen, nicht mehr aktuell. Aber ja, das Google Pixel wurde vermutlich von Männern entwickelt, denn nur bei 5% der Frauen war es überhaupt transportfähig. Spannend finde ich das Konzept, dass eine Frauenhand nur in 10% der Frauenhosentaschen passt. Kann man ja mal drüber nachdenken. Die Folgen davon sind, ja, es sieht irgendwie nice aus und es gibt keine hässlichen Beulen an Frauenhüften. Frauen können nicht weglaufen, entscheiden, ob du es in die Taschen tust, brauchst du auch nicht mehr. Es ist umständlich, frustrierend. Und ja, wohin mit Schlüssel, Geld und Telefon? Ja,
Kennt ihr dieses von Frauen, wenn sie feiern gehen? Hey, kannst du vielleicht mein Portemonnaie mit einstecken? Oh, kannst du mein Handy nehmen? Oh ja, meine Freundin ist aber nach Hause, die hat aber meinen Haustürschlüssel eingesteckt. Habe ich andersrum, also mich hat noch nie ein Mann beim Feiern gehen gebeten, seine Sachen mitzubringen. Handtaschen sind für mich keine Option, ich sehe die Zeitluft aus, deswegen beeile ich mich. Handtaschen kaufen, eine Scheiße hatte ich am Anfang schon. Warum sollte euch das Problem auch interessieren? Ich persönlich hätte gerne die Wahl, was ich mitnehme. Ich würde gerne entscheiden, ob ich große Hosentaschen nutze oder nicht. Diese Wahl wird mir genommen. Ich hätte gerne häufiger die Hände in den Taschen, passt aber nicht. Ich hätte gerne ein neues Smartphone, passt aber nicht. Handtaschen sind für mich persönlich und viele andere keine Alternative. Ja, besser haben als brauchen. Ich habe lieber Taschen, als welche zu brauchen. Entscheidungsfreiheit bedeutet auch Selbstbestimmung und damit auch Macht, die uns damit genommen wird. Und Gleichberechtigung funktioniert nicht nur spartenweise, sondern muss auf allen Ebenen klappen. Und why the fuck not? So, das war's.